Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Clemens der Zimmermann. Im heutigen Video zeige ich euch, wie man so eine Holzstütze setzt. Das Ganze ist gar nicht so kompliziert, wie man eigentlich denkt. Mittlerweile gibt es auf dem Markt ein paar coole Sachen, wo ihr euch das Ganze ein bisschen erleichtern könnt. Ich zeige euch in diesem Video, wie das funktioniert, damit aus dieser blöden Stahlstütze, die aktuell noch dieses Carport frönt, so eine schöne Stütze wird wie da hinten. Wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video und für alle, die neu sind, gerne ein Abo da lassen. So, jetzt gehen wir mal dran. Hier soll ja die Holzstütze nachher stehen. Dazu muss ja diese Metallstütze, der Drehspieß, erstmal weg. Damit uns das ganze Ding hier nicht auf den Kopf fällt, stellen wir jetzt natürlich eine zweite Stahlstütze erstmal hier hin. Das ist natürlich wichtig. Wir können jetzt die nicht einfach weg und schnell rüberziehen, sondern wir haben jetzt noch eine zweite besorgt. Die stellen wir jetzt hier hin. Stützen das natürlich über den Hauptträger ab, weil der fängt jetzt aktuell ja die ganze Last ab. Das ist natürlich wichtig. Nicht irgendwie unter dem Deckenbalken oder sowas gehen. Und natürlich auch schauen, dass ihr unten ein sauberes Fundament habt oder irgendwie einen geraden Boden. Wenn ihr zum Beispiel im Erdbereich seid und nicht genau wisst, wie viel gibt der nach, legt euch lieber ein wirklich großes Kantholz hin, wo ihr auch ein bisschen Kraft drauf aufbringen könnt, um die Stütze zu entlasten. Die neue Stütze, die ihr dann drunter stellt, die Stahlstütze, wirklich so viel hochdrehen, dass ihr merkt, dass die hier locker wird. Und dann bauen wir die hier aus und gehen an die eigentliche Stütze dran. Wichtig, sichert euch die Stahlstütze, jetzt wie in meinem Fall, einfach mal mit einer Schraubzwinge. Spätestens wenn ihr nachher den Pfosten drunter stellt und knallt den an, kann passieren, dass die vielleicht Luft bekommt und fällt euch irgendwo im Nacken oder schlägt irgendwas kaputt. Ruckzuck hat man da irgendwie, ja, schön ein Loch im Kopf. Deswegen sichern wir uns die gerade mal. Ich würde jetzt nicht empfehlen, hier dicke Schrauben reinzuwamschen, weil dann sieht man hier irgendwo irgendwelche Abdrücke im Holz. Mit so einer Schraubzwinge reicht es in der Regel schon. So, und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, warum ihr unbedingt dieses Video gucken müsst. Denn von der Firma Eurotech gibt es mittlerweile diese coolen Stützenfüße, die Paddocks nennen sich die. Die haben ein paar richtig coole Vorteile. Ich kenne es auch von den früheren Zeiten, wo man verschiedene Stützenfüße hatte. Die waren alle echt kompliziert einzubauen. Da hat man zum einen so einen Dorn hier drin, wo dann innen drin ein Loch war, den man mit so einem Stabdübel fixieren müsste. Oder mit dem Schlitzblech, das bedeutet, ihr müsstet eure Stütze stirnseitig einschlitzen. Das ist alles machbar, mit großen Maschinen zum Teil, ja, schon ein bisschen aufwendig. Dann muss es relativ passgenau sein, weil ihr habt zum Beispiel bei anderen Herstellern hier so einen Schlitzträger. Den müsst ihr zum einen einschlitzen und dann von vorne zum Beispiel 4 Stabdübel, um eure Auszugswerte zu erhalten. Das alles zu treffen, da gibt es verschiedene Schablonen dafür, um das alles zu machen, aber ist halt unter anderem echt aufwendig. So, und bei der Firma Eurotech, diese Paddocks, da ist das Coole. Wenn ihr hier oben mal guckt, da habt ihr solche Löcher vorgebohrt. Und passend zu dem Fuß kriegt ihr hier 5x80 sind die, glaube ich, 5x80er Edelstahlschrauben, die dann von hier unten eingedreht werden. Also ihr kriegt im Prinzip ohne großartigen Maschinenaufwand hier einfach die Dinger reingedreht. Unter 25 Grad werden die eingeschraubt von allen Seiten und ihr erreicht damit unheimlich gute Auszugswerte. Jetzt in dem Fall haben wir einen Auszugswert von 9,2 kN. Hochgerechnet bedeutet 920 Kilo. Können wir jetzt im Prinzip hier Zug drauf bringen, bis dieser Stützenfuß abreißen würde von unserem Holz. Und obwohl wir das Ganze nur im Hinholz schrauben. Wenn jetzt mal die Schraube gerade reindrehen würdet, eine Schraube, einfach nur senkrecht rein und würdet hebeln, würdet ihr die im Prinzip rausreißen können. Durch diese 25 Grad Neigung, die wir dann reinschrauben, kriegt ihr halt einen viel besseren Halt ins Holz, weil ihr halt durch zwei Faserrichtungen geht. Eine wirklich einfache Sache und erleichtert uns auf der Baustelle das Leben ungemein. Wir kommen jetzt im Prinzip mit einem kleinen Akkuschrauber, kann man so einen Stützenfuß jetzt setzen. Und was halt auch noch der Vorteil ist, wir haben hier eine Höhenverstellung. In dem Fall, bei dem sind wir jetzt von 19 bis 29 cm. Also das heißt, wir müssen nicht das Ding exakt einbauen und dann hier irgendwie drunter prügeln, sondern wir haben die Möglichkeit, nachträglich nochmal ein bisschen zu korrigieren und den dann drunter zu setzen. Das heißt, wir fixieren uns hier unten mit Schwerlastangeln, das zeige ich euch aber im Video.
den Pfostenschuh und dann hier mit so einem 30er Schlüssel kann man hier oben dran gehen und dieses hier nochmal richtig schön auf Höhe drücken. Das werden wir jetzt mal angeben. Wir messen uns jetzt einmal hier die Stützenlänge raus und dann schneiden wir unseren Pfosten zu. So, ich wollte euch gerade noch zwei neue Maschinen in mein Sortiment vorstellen. Zum einen ist es diese große Handkreissäge von Makita, eine akkubetriebene Handkreissäge mit nur einem Akku, das ist ein 40 Ampere Akku. Ich habe das Ding schon mal bei Instagram ein bisschen angeteasert. War jetzt selber gespannt, wie die sich schlägt mit nur einem Akku, ob die das Ganze packt. Ich habe hier beim meinem Kumpel Dario dieses Vordach im Prinzip abgebunden, oder besser gesagt die gesamte Garage hier. Und dann haben wir einige Schnitte. Wir hatten 14, 24er Balken, die habe ich zum Teil ja beidseitig anschneiden müssen, Gutschnitt dran, die Balken drehen, weil die ja nur 11 cm Schnitttiefe hat, nur in Anführungszeichen, für ein Akkugerät schon echt beachtlich. Und ich habe den ganzen Tag tatsächlich mit einem Akku nur geschnitten und hatte am Ende des Tages, glaube ich, noch zwei Balken drauf gehabt von vier. Also erstaunlich, vor allen Dingen muss ich sagen, für die Größe unheimlich leicht und vor allen Dingen auch wirklich Leistung. Top-Gerät, für alle, die es nachher interessiert, bevor ich es nachher wieder überall schreiben muss, das ist die HS011G. Cooles Gerät, also kann ich echt nur empfehlen. Und, was ich auch neu im Sortiment habe, schon lange gebraucht, meinen kleinen Handhobelmaschine. Was ich hier wirklich cool fand, es gibt nichts Spezielles darüber zu sagen. Hier oben haben wir die verschiedenen Einstellungen für Millimeter, wie viel man wegnimmt. Vorne eine kleine Phase drin, um eine Phase, so ein V Fuge, um eine Phase zu machen. Und unter anderem, was ich richtig cool fand, ist das Ding hier hinten. Habe ich noch nie bei irgendjemand anders gesehen, aber einfach genial. Da haben sich mal welche Gedanken drüber gemacht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, für was ist das Teil? Problem ist bei den meisten Maschinen, man kann die natürlich nicht so ablegen, denn rauschen die ja weg, wenn die noch nachlaufen. Hier ist einfach hinten dieser Schnibbi dran. Das heißt, ich kann jetzt jederzeit die Maschine einfach so abstellen und das Messer geht auf jeden Fall nicht auf mein Material. Weiß nicht, habe ich noch nie gesehen, wenn ihr bei irgendeiner Maschine das kennt. Ich kann es jetzt tatsächlich nur von einer Makita-Hobelmaschine. Beide Maschinen funktionieren wunderbar und auch mit Akku. Feine Sache, gerade mit einem Deckenbalken, wenn man hin und her laufen muss, um ein bisschen anzufassen, ist es wirklich mit einem Akkugerät entspannt. Um nochmal ganz kurz auf dieses Gerät einzugehen. Das könnt ihr natürlich nicht mit den normalen Makita-Akkus betreiben, denn das hat ein neues Akkusystem, das XGT-System. Ihr kennt ja bei vielen Sägen von Makita zum Beispiel die Kettensäge, die ich schon mal vorgestellt habe. Die hat dann diese 2x18 Volt Akkus, das heißt die 36 Volt Systeme. Jetzt bei dem Teil haben wir ein Monster Akku mit 40 Volt. Das heißt, diese Akkus passen nicht auf eure normalen Maschinen. Dafür gibt es im Prinzip ein spezielles Sortiment an Werkzeugen. Und ihr braucht auch ein spezielles Ladegerät für diese großen Akkus. Also wenn ihr euch so eine große Maschine holen wollt, dann müsst ihr auch in Kauf nehmen, dass ihr halt im Prinzip für diese Maschine ein anderes Akkusystem braucht. Klare Empfehlung von mir. Ich hätte nicht gedacht, dass eine akkubetriebene Maschine so eine Leistung aufbringen kann. So, jetzt müssen wir erstmal diesen Stützenfuß montieren. Eine Sache, die ich vorhin gar nicht gezeigt habe im Video. Wir haben hier auch noch so ein kleines Schutzschaumstoffgummi, wie auch immer. So ein, ich glaube, das ist kein EPDM. Was wir hier oben für einfach eindringende Feuchtigkeit nochmal oben auf diese Stütze montieren. Das können wir jetzt direkt mal draufkleben. Ist mit so einem Selbstklebepad, das macht's, ist auch schon vorformatiert. Hier in der Mitte mit so einem Loch drin. Ich habe mich erst gefragt, vor was das Loch da drin ist. Aber ich weiß es, weil vom Drehen ist hier eine Bewegung. Und wenn das jetzt einfach kein Loch hätte, dann würde es im Prinzip beim Drehbewegung nachher sich wegreißen. Das haben wir schon gut durchdacht, muss man schon sagen. Jetzt können wir das hier raufkleben. Das finde ich nicht schlecht, dass es selbstklebend ist, dann hat man auch die Hände frei. So, jetzt wollen wir natürlich den Stützenfuß schön zentral hier unter unserer Stütze haben. Jetzt haben wir uns schon rausgefunden, 16 auf 16er Stütze. Die Kopfplatte hat 9 auf 9. Das ist bei den Pedex, soweit ich gesehen habe, glaube ich auch immer gleich. Dann zeichnen wir uns gerade mal hier Zimmermanns-like. Stellen unsere 3,5 an. Zack, zack. Zwei Ecken reichen mir voll und ganz. Und jetzt ist unheimlich wichtig, dass ihr euch einmal
den Drehmoment einstellt. Ich mache das eigentlich wirklich selten beim gerade im Holzbau. In dem Fall ist es unheimlich wichtig, dass ihr es macht. Auf keinen Fall das Ganze mit einem Schlagschrauber anziehen, weil da werdet ihr im schlimmsten Fall die Schrauben euch gerade abreißen oder ihr kriegt es gar nicht mit, dass ihr die Schraube schon so sehr geschwächt habt, dass sie im Grunde genommen schon geschwächt ist und früher oder später abreißen werdet. Das heißt, ich habe es einmal so gemacht. In der Regel, ich mache es jetzt extra mal raus. Ich gehe jetzt nachher. Ihr habt hier oben in der Mitte erstmal unten und oben ein Loch, damit könnt ihr es fixieren. Diese Löcher sind schon im Prinzip vorgefräst auf diese 25 Grad. Jetzt gehe ich her, schraube diese kleinen Vollgewindeschrauben einfach rein. So, und jetzt mache ich jetzt erstmal alle beide rein, unten wie oben. So, und jetzt zieht sich das so leicht an. Das muss ja auch, dass das Schaumstoff ein bisschen angepresst wird. So, und dann haben wir vorhin schon geguckt. Auf 19 war es gut, dass es gerade so die richtige Spannung hat. Und so drehe ich jetzt einfach die restlichen rein. Auf keinen Fall im zweiten Gang jetzt Vollgas da reindrehen und diesen Metallkopf da drauf knallen lassen, weil damit schwächt ihr die Schraube und reißt sie im schlimmsten Fall ab. Und in dem Moment, wo ihr im Prinzip in Hinholz, Anführungszeichen Hinholz, wir sind ja leicht schräg, durchdreht, habt ihr keinen Zug mehr auf diese Schraube, weil sich im Prinzip dann die Faser rausreißen würde. Wenn ihr jetzt hier guckt von vorne, seht ihr es, die Schraube ist so leicht gesetzt. 25 Grad. In diese Richtung drehen sich die Schrauben im Prinzip schon von alleine rein. So, es hat einen ganz bestimmten Grund, warum ich jetzt diese Reihenfolge gewählt habe. Pfosten einmal unten sauber angeschnitten, den Stützenfuß montiert. Jetzt gucke ich, auf was für eine Höhe ich denn unten die Stütze überhaupt rausdrehen muss. Das ist nämlich wichtig, weil wir wollen natürlich schauen, dass unsere Stütze möglichst vom Spritzwasser geschützt ist. Und da sagt man in der Regel, dass man 15 cm vom oberen Belag weggeht, einfach wegen Spritzwasser halt, dass das nicht unten ans Zinnholz kommt oder der Pfosten nachher versaut wird. Das sind auch meistens die Gründe, warum bei euch daheim irgendwo die Pfosten am Rumgammeln sind und da kaputt gehen. Deswegen gucken wir jetzt einmal, hier unten ist unser Fundament. Da haben wir jetzt aktuell eine Höhe von 12 cm plus 15 cm, sind wir bei 27 cm, wo wir rausgehen. Was die Unterkante von unserem Pfosten ist. Und dann gehe ich in der Regel ganz gerne her. Jetzt messe ich mir meine Gesamtlänge. Dadurch, dass wir den Stützenfuß unten drehen können, muss ich das nicht mal so ganz auf den Millimeter exakt machen. Das sehen wir hier, 2,63 Meter, muss der lang sein. Genau aus diesem Grund habe ich diesen Pfosten unten schon dran gemacht. Jetzt kann ich mich genau, wenn ich die Länge eingestellt habe, von Unterkante Stahlplatte, die 2,63 Meter anzeichnen und dann schneide ich den einfach nur noch ab. So. Jetzt kommt die nächste spannende Sache. Wie befestigen wir das Ganze von oben? Jetzt gibt es die eine Möglichkeit, was man oft sieht, aber halt unheimlich schrecklich aussieht, das sehe ich ganz oft bei Leuten, dass jetzt da zur Befestigung hier irgendwelche Winkel dran genagelt werden. Das kann man so machen, wenn man überhaupt keine Ahnung davon hat, sieht aber überhaupt nicht schön aus. Dann haben wir die zweite Möglichkeit zu sagen, okay, wir schrauben jetzt von oben durch und durch die Fette in den Pfosten rein. Das ist aber nun mal in der Regel, auch jetzt gerade in unserem Fall, gar nicht möglich, dadurch, dass wir oben eine Abdichtung drauf haben und allein der Querschnitt von der Fette auch extrem hoch ist. Fette in diesem Fall ist das hier für die Laien. Also wie können wir jetzt den Pfosten gut befestigen, dass wir auch unsere Auszugsseite hinbekommen? Das machen wir mit diesen Konstruktschrauben von der Firma Eurotech, Konstrux ST. Die haben den Vorteil, dass wir die unter 45 Grad einschrauben und damit halt ultra gute Auszugswerte bekommen. Im Prinzip, wir haben jetzt da unten einen Auszugswert von 9,2 kN. Das erreichen wir im Prinzip schon mit zwei Schrauben. Ich mache jetzt im Prinzip nochmal eine Angstschraube zur Sicherheit, auch dass es nicht so sehr verdreht.
Die setzen wir an unter 45 Grad. Dafür muss man aber ein paar Sachen beachten, wo dieser Punkt ist, wo wir die Schraube ansetzen. Das zeige ich euch jetzt hier gerade mal. Ich habe hier was aufgezeichnet, damit ihr euch besser vorstellen könnt, wie ihr im Prinzip diese Schraube einzudrehen habt. So, ich habe euch das Ganze jetzt hier mal aufgerissen. Das heißt, wir haben hier unseren Pfosten. Hier oben haben wir den Unterzug. Das ist im Prinzip dieser Strich. Und jetzt haben wir die Verbindung zwischen Pfosten und Unterzug. Jetzt werden die Schrauben von der Pfostenseite aus eingetrieben. Da habt ihr nämlich den großen Vorteil, wenn ihr jetzt mal einfach eine Stütze zu Hause austauschen wollt, könnt ihr halt jederzeit von unten das ganze Ding gut verschrauben. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie oben das Dach aufmachen und so was reinschrauben oder hier irgendeinen komischen Winkel reinsetzen. Das geht mit denen halt wunderbar und ihr kriegt halt super Auszugswert damit. Ich würde fast behaupten, sogar mehr als mit einem Winkel. So, und jetzt seht ihr hier, wir haben jetzt einmal den Punkt festgelegt, wo wir denn einschrauben müssen. Im Prinzip könnt ihr eine ganz einfache Faustformel, Schraubenlänge durch 2, sind wir bei 11 cm, die sind jetzt 220 mm lang, durch 2, 11 cm und dann nochmal durch Wurzel 2, durch 1,414, die wichtigste Rechnung für jeden Zimmermann, der mal ein Kopfband oder irgendwas ausrechnen will, muss er dieses Maß auf jeden Fall im Kopf haben. Wenn wir das machen, 11 durch 1,414, haben wir ein Ergebnis von 7,7 cm oder sowas. Das heißt, das nehmen wir von Hirnholz, also von Oberkante Pfosten an, tragen uns das hier runter. In dem Fall habe ich sogar bei 9 gemacht, einfach weil ich es nochmal einforste und dann habe ich hier hinten die Ecke, wo ich dann die Schraube nachher eintreiben kann. Und genau in diesem Punkt werden wir die Schraube dann reindrehen, unter 45 Grad. Das ist nur so eine Faustformel. Wir sollten schon gucken, dass wir ungefähr die Neigung haben. Wenn ihr euch unsicher seid, nehmt euch einfach mal eine Schmiege, stellt euch 45 Grad an, haltet es mal grob nebendran und in dieser Neigung dreht ihr die Schraube ein. Wenn 42 Grad sind, 43 Grad oder 39 Grad, dann wird es kein Beinbruch sein. Aber ihr solltet auf jeden Fall die jetzt nicht horizontal reindrehen, solche Schrauben. Dafür sind die einfach nicht gemacht. Wichtig auch zu beachten, die Schrauben natürlich nicht jetzt genau mittig voreinander zu setzen, sondern ich mache es ganz genau so. Randbereich 2x4 cm gehe ich rein, werde es einforsten und die dritte Schraube setze ich genau mittig von der anderen Seite. Und dann drehe ich da noch eine hoch, dann haben wir drei Schrauben drin und sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite, was unsere Auszugswerte betreffen und haben den Pfosten wirklich schick und sauber verbunden. Noch eine Sache, wir haben jetzt hier einen BSH-Pfosten, das bedeutet einfach, es fängt jetzt an zu regnen. Das bedeutet einfach, dass wir ein Leimholz haben. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr einen neuen Pfosten austauscht, weil der alte vielleicht abgegammelt ist. So ein Leimholzpfosten hat erstmal weniger Risse, ist wesentlich formstabiler, also geradliniger, also der ist nicht irgendwie mal verdreht oder sowas. Und auch im Außenbereich, wo viele mehr Angst haben, geht denn die Leimfuge auf oder was auch immer. Nein, tut er nicht und ist auch tatsächlich statisch wesentlich stabiler. Jetzt achte ich aber auf eine Sache ganz besonders gern. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, ja, Pinzerei, aber ich gucke da eigentlich ganz gern drauf. Wir haben jetzt einmal hier die Leimholzlinie und einmal die Vollholzlinie. Das heißt, es sind ja einzelne vierer Lamellen, die zusammengeleimt worden sind. Ich gucke ganz gern immer, dass ich das auf jeden Fall, wenn ich jetzt mehrere Stützen habe in einem Bild, dass das nachher auch wieder ja, optisch gleich ist und nicht einmal, dass ich von vorne jetzt auf ein Vollholz gucke, einmal auf ein Leimholz, sondern dass das irgendwo ein Bild ergibt. In dem Fall können wir euch mal gerade zeigen, hier drüben haben wir es jetzt so gewählt. Ich habe jetzt hier von der Seitenansicht die einzelnen Leimholzlamellen gemacht, weil das haben wir jetzt hier oben bei dem Unterzug genauso, das ist auch ein BSH-Balken. Wenn man jetzt von hier innen drin steht, sehen wir jetzt hier das Vollholz, was auch so und dem Binden entlang geht. Und von außen betrachtet haben wir hier auch wieder das Vollholz, was wir sehen. Dementsprechend muss ich das natürlich auch berücksichtigen, wenn ich das jetzt einforste, wo ich die Schrauben wähle, weil ich ja die Schrauben in dem Fall von hier links und rechts eintreiben will in der fetten Richtung. So, ich bereite mir das ganz gerne mal unten schon vor, dass ich nachher nicht oben auf Leide mit dem Forstnerbohrer und alles umherrödeln muss. Jetzt zeige ich mir hier meine 9 an. Das ist im Prinzip jetzt die äußerste Seite vom Carport, wenn man davor steht. 9 und 16 ist der Pfosten, macht summa summarum 8. Das forsten wir gleich mal. In dem Fall habe ich jetzt einfach nur einen 20er Forstnerbohrer. Dann drehe ich das Ganze mir einmal um. Hopp. Hopp. Und jetzt gehe ich in dem Fall hier zweimal links und rechts nach außen. 9 und 9. So, dann machen wir mal 4,5 cm Randabstand. In der Regel habt ihr immer bei solchen Schrauben um die 4 cm Randabstand. Gut. Jetzt noch eins. Wir haben jetzt ja die Gesamtlänge genommen von der fertig ausgefahrenen Stütze, damit wir die Länge genau haben. Jetzt gehe ich her,
drehe das Ganze mal einen Zentimeter wieder zurück, dass wir den bequem unten drunter kippen können. Und wenn der dann drunter steht, schraube ich mir das einfach nochmal hoch, dass er ein bisschen Dampf hat. Und dann kann ich ganz bequem, wenn das Ding stramm steht, mir noch ausrichten ein bisschen. Und dann kann ich die Schrauben reintreiben. Weil jetzt irgendwie so im lockeren Pfosten das Ganze zu halten, ist ein bisschen schwierig. Das machen wir jetzt. Hast du Schrauben einstecken? Nee, drei. Nee. So, und weil das Ganze alleine ein bisschen schwierig ist, oben zu halten auf Position und unten ein bisschen auszurichten und wieder hochzudrehen, hilft er darin natürlich. Er muss jetzt mal die Kamera loslassen und muss mal hier mit rangehen. Und ein bisschen hier rüber. Okay, jetzt hat der ordentlich Druck. Das ist unheimlich wichtig, denn wir drehen jetzt ja Vollgewindeschrauben rein. Und wenn ihr den Pfosten jetzt oben noch irgendwie, wenn er noch ein bisschen Luft hat, dann wird Folgendes passieren, und zwar die Gewindegänge halten ja das Holz an der Stelle, wo es ist. Also wenn man es jetzt genau nehmen würde, könnten wir den Pfosten sogar mit einem halben Zentimeter Luft einbauen, würden die reindrehen und es würde sich rein theoretisch gar nicht setzen, weil das die Gewindegänge den Pfosten da halten, wo sie sind. Aus dem Grund gucken wir auf jeden Fall, dass der schon richtig sprautsmäßig darunter sitzt. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man das Ding eindreht. Wir haben ja jetzt hier diese 45-Grad-Linie angetragen. Wir haben die angetragen, ganz klar. Wir haben hier 2x8x8 aus dem Eck raus. Haben uns jetzt einfach mal die Schmiege so genommen, um euch einfach zu zeigen, was für ein Winkel in etwa, so vom Gefühl her, man es reindrehen kann, wenn ihr euch da total unsicher seid. So, das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich gerade. Aber gut, ich setze jetzt zuallererst mal die Schraube an. In der Regel habe ich das jetzt schon relativ... Jetzt ist genau da so ein Knarz. So, jetzt gucken wir mal ganz grob. Also, ich könnte sogar noch ein bisschen flacher gehen. Machen wir es mal der Richtigkeit halber nach. Wahrscheinlich sind eher so. Gucken wir mal hin. Ha, das ist doch hier mal, hä? Da können wir die Schmiege anlegen, mein lieber Mann. So, so könnt ihr euch weiterhelfen. Dann wisst ihr auf jeden Fall, ihr seid auf der richtigen Seite und das Ding ist in der richtigen Neigung reingeschraubt. Jetzt ballern wir den mal rein. So, und jetzt gehen wir nachher einfach her, nehmen uns so ein schönes Astlochstöpfchen, bisschen wasserfesten Leim für außen, der jetzt bei der Kälte nicht so gerne rauskommt. Oh, ich sau da immer ganz schön rum. Der Schreiner Benni hat uns neulich so einen Trick gezeigt, aber ich mag das eigentlich nicht so. Piep, piep. So. Achten wir ein bisschen auf die Maserichtung, weil es ja für den Dario ist. Das ist ganz wichtig, nicht einfach so mit dem Hammer reinschlagen, sondern wir nehmen uns so ein Klopfholz dazu. Dann kriegen wir es auch richtig flächenbündig. So, da schleifen wir gleich nochmal rüber, dann sieht man gar nichts mehr. So, Stöpselchen drauf. Bisschen Leim weg und Schleifi. So, wir haben schon wieder einen neuen Tag, denn das letzte Mal hatten wir das Problem, Licht hat nicht mehr gepasst, Tonaufnahme ist abgekackt, meine Funkstrecke hat einen Akku aufgegeben, es wurde dunkel, es hat angefangen zu regnen, deswegen heute nochmal finaler Schritt. Kurzes Thema zum Thema Verankerung, unten an dem Fußpunkt, da benutzen wir hauptsächlich eigentlich diese Schwerlastanker und die haben den großen Vorteil, einfach zu verarbeiten, haben unheimlich große Zugwerte und wenn ihr die mal verarbeitet habt, so ein Ding kriegt ihr auch nicht mehr raus. Und zwar ist das Ding folgendermaßen aufgebaut. Der hat hier unten so eine Metallklemme dran. Und hier unten spreizt sich diese ganze Metallhülse so ein bisschen auf. Und jetzt ist Folgendes. Das ist jetzt in dem Fall ein 10er Schwerlastanker. Wir bohren mit 10, treiben den ein mit einem Hammer. Wichtig auch, dass ihr das Loch vorher schön sauber macht. Also aussaugen, auspusten. Treibt den ein und dann geht ihr nachher nur noch her, ratscht das Teil an. Und in dem Moment, wo ihr das hochzieht, ist ja hier oben
kontert jetzt dagegen und dann wird diese Klemme, die hat hier solche kleinen Krallen dran, die schiebt sich hier unten drüber und spreit sich dann in diesem Betonloch aus. Und das kriegt ihr nicht mehr raus. Also das hält unheimlich viel aus, damit werden ganze Dachstühle verankert. Und da ist aber nur zugelassen, wenn ihr wirklich Vollbeton habt. Also in so einem Hohlraumstein oder sowas funktioniert das natürlich nicht. Aber auf so einem Fundament eine einfache Sache. Würde ich euch empfehlen, damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Auf jeden Fall keine Rahmendübel oder irgendwie sowas da unten rein drehen. Ja. So, das Schöne ist, dadurch, dass wir das Ganze jetzt einen Tag oder ein paar Tage später machen mussten, hatte Dario die Zeit gehabt, hier mal schon beizupflastern. Und jetzt seht ihr auch den großen Vorteil, obwohl die Füße höhenverstellbar sind, ist ja hier so eine bewegliche Hülse drüber. Das heißt, dieser Gewindegang, der dann dadurch frei liegt, ist dann wieder schön abgedeckt. Man kann jetzt schön beipflastern und jetzt seht ihr auch hier im Prinzip unseren Spritzwasserbereich. Sollte jetzt in etwa 15 cm sein, ja, aber sowas von. Und das hat den großen Vorteil, dass unser Holz, selbst wenn es jetzt wie an so Tagen wie heute, wo es regnet, hier Wasser drauf spritzt, dass das Holz hier unten nicht angeht. Geht jetzt wirklich tiefer, Wasser spritzt drauf, geht ans Innenholz und dann saugt es natürlich Wasser. So seht ihr, alles ist schön trocken, obwohl wir heute einen regnerischen Tag haben. Und das, ich finde, das ist auch einfach eine wirklich schöne, saubere Angelegenheit, gerade mit dieser Zusatzhülse noch. So Leute, ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen. Um mal ganz kurz darauf einzugehen, bevor ihr sagt, ey, das ist ja schon wieder so ein werbelastiges Video, was der Clemens da alles jetzt gezeigt hat von Eurotech oder Makita. Das Ganze ist so, es sind nicht die Firmen, die auf mich zukommen und sagen, hier, du musst dieses Ding jetzt zeigen, sondern ist genau der umgedrehte Fall. Ich überlege mir Projekte oder die Sachen, die ich gerade am Laufen habe und denke, hey, das ist cool zu zeigen und darüber ein Video zu machen. Und dann, wie jetzt in dem Fall, schreibe ich Eurotech an und sage, hier, habt ihr Lust, ich würde gerne eure Füße vorstellen, weil ich die einfach selber cool finde. Und das Gleiche auch bei Makita. Meine Projekte bestimme ich über das ganze Jahr. Ich lasse mich da eigentlich ungern von Firmen unter Druck setzen, die dann sagen, hier, zeig mal das oder das, halt das in die Kamera. Sondern das Coole ist mit meinen Kooperationspartnern, dass die mir da ziemlich freie Hand lassen und mich auf mir vertrauen bei dem, was ich vorstelle. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß bei diesem Video, konntet viel mitnehmen. Ich finde, es ist ein wirklich interessanter Punkt, das mal so zu sehen. Gerade mit den Füßen und mit den Schrauben ist es auch für einen Laie wirklich einfach umzusetzen. Und ich denke mal, der eine oder andere wird auf jeden Fall mit diesem Video ein bisschen geholfen sein, wenn er mal zu Hause auch einfach mal einen Pfosten austauschen muss. In diesem Sinne hoffe ich, hattet ihr Spaß bei dem Video. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn es noch nicht getan hat, Kanal abonnieren und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Macht's gut, euer Clemens der Zimmermann. Das ist so kalt! Warte mal ganz kurz, ich muss den... Ja, du hast den klassischen Fehler gemacht, du machst jetzt eine Aufnahme. So, das Gute ist dadurch, dass du es jetzt... Dass schon wieder ein Helikopter hier kommt. Was ist denn hier los bei dir? Das finde ich nicht schlecht, dass selbststehend ist, dann hat man auch die Hände frei. Niki, der nervt ein bisschen. Kurz Pause. Ja, Staatsfan Nummer 1, ich werde gesucht. Die ganze Zeit kommt hier so ein Helikopter rüber geflogen.